Liebe Leute, willkommen bei WB bei Writing Bull und willkommen bei Anno 1800 bei den Dächern der Stadt. Furchtbarer Anblick, die alle echt diese Schulhöfe, ich kann mir die nie lange angucken. Wir waren eigentlich eben dabei, was anderes zu machen, wir waren beim Tierhöfe puzzeln. Aber das dauert so lange, ich habe mich mal wieder in der Schönheit des Spieles verloren. Wir wollen auf jeden Fall gleich nochmal die Wolkenkratzer uns angucken. Die Tierhöfe hatten wir rüber. Ach, ich ziehe noch einen rüber, mehr aber nicht. Wir haben uns hier ein bisschen festgebaut gerade hier, ne? Stimmt, ich hatte hier das Dorf so hübsch ausgebaut. Wir ziehen zwei, drei Tierhöfe noch rüber und dann machen wir weiter mit unseren Wolkenkratzern. Wir schaffen hier noch ein bisschen Platz rund um... Genau, hier hatten wir so viel Strom hingesetzt. Wir kidnappen den einen oder anderen Tierhof. Eine Schäferei, ist das eine Schäferei? Ja. Und wir setzen die noch hin. Hier sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich war so stolz darauf, wie cool ich gebaut habe. Und dann geht das hier nicht. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Das geht auch nicht. Achso, ich habe schon drei erreicht. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Oh. Muss er ausgebaut werden? Wir können noch ein zweites daneben setzen. Das sieht doch auch hübsch aus hier noch. Dann... stellen wir noch einen rüber. Haben wir noch irgendwo eine Weberei? Eine Schäferei, Entschuldigung, die hier. Noch eine daneben. Hier vorne hin. Och nein, habe ich das Silo gerade entfernt? Das ist ja schade. Ach, weil hier der Wegweiser ist, den hatte ich komplett übersehen. Jetzt aber. Ein Hof ohne Felder? Einer. Och, ist die, wie die einen drängelt hier, die Frau. Unglaublich. So. Dann setzen wir noch ein paar Bäumchen hier hin. Klauen noch eine Tränke von irgendwoher. Und dann war's das, dann kümmern wir uns wieder um die Wolkenkratzer. So, das haben wir hinbekommen. Jetzt kümmern wir uns, jetzt gucken wir uns noch an, ob alles jetzt ausgereicht hat. Mit der Versorgung der Ingenieure. Ich glaube, es sollte eigentlich alles stimmen jetzt. Haben alle Ingenieure alles, was sie brauchen? Ich glaube ja. Was brauchen die? Konserven, Nähmaschinen, Pelzmäntel, Brillen, Uni und Strom und was weiß ich alles, Kaffee und Glühbirne. Das sollte eigentlich reichen. Bank geht, so ist halbwegs in der Nähe. Rum. Oh, ey, das müsste eigentlich alles stimmen. Ich hoffe das ja. Fleischkonserven, Überproduktion. Nähmaschinen auf Kante, aber geht. Oh, es ist echt auf Kante genäht. Rum wird geliefert. Pelzmäntel zu wenige werden aber auch geliefert. Brillen genug. Hochräder geht so. Kaffee wird geliefert. Ist das immer noch einen letzten Wolkenkratzer? Und dann würde ich gerne alles etwas verschönern erstmal.
Schau mal, das sind unsere Wolkenkratzer hier. Oh Gott, das ist ja... Das ist mir zu schön. Das ist Morgendämmerung. Wir machen nur einmal am Tag, dann kann man besser bauen. Dann ist das Licht am besten. Das sind all die Wolkenkratzer. Können wir noch einen verbessern? Den könnten wir upgraden. Der ist Stufe ausgezeichnet. Der auch. Ich investiere ausschließlich in George. Kauft uns Anteil für Anteil hier. Ein Kompliment drüber. Komplimente für Enhalo oder Geschenke. Was? Habe ich richtig gehört? Gib es einfach her. Nochmal einen Blick auf die Wolkenkratzer. So. Wenn wir den upgraden würden, der ist mal ausgezeichnet. Wenn man den, weil er von wie vielen muss man profitieren für ausgezeichnet? Der profitiert von 4. Der profitiert nur von 3. Das reicht schon für ausgezeichnet. Wenn wir den upgraden, würde der noch nur von 2 profitieren. Der profitiert von 3. Wenn wir den upgraden würden, ich glaube, in Summe hätten wir mehr. Wäre es dann besser sogar, ne? Ach, die können wir gar nicht upgraden. Ach, das sind schon Stufe 2, pardon. Aber den hier wollte ich. Mhm. Der hat einen Bonus ausgezeichnet von 15% mehr Einkommen und 25 mehr Leute. Und hier unten hatten wir rumgedoktert. Der ist ausgezeichnet. Wir hatten auch welche mit einer Stufe drunter. Das war hier. Hier war das, genau. Und der hier, ne? Der hier war das. Der ist nur angenehm. Wir hatten die so gebaut und der ist dann bei angenehm allerdings bei 10%. Und der ist ausgezeichnet. Der ist auch. Und der hat sogar 6 neben sich, die positiv sind und einen negativen. Also man braucht tatsächlich nur 4 anscheinend, ne? Wie viele positive Effekte braucht man? 4 Effekte ist ausgezeichnet. Hinterm Strich. 3 reichen. 3 sind ausgezeichnet. Also eigentlich finde ich diese 6er-Teile hier ganz gut. Schaut mal hier. Die finde ich eigentlich ziemlich clever, so wie die hier stehen. Das sind 2 bei ausgezeichnet. Das kann man durchaus so lassen. Ist ausgezeichnet. Das ist eine Stufe 2, der auch. Der ist auch bei ausgezeichnet, weil so viele neben ihm stehen. Den hier könnten wir, glaube ich, upgraden. Den neben ihm, er hat keinen direkten neben ihm. Den machen wir mal 1 rauf. Beeindruckend. Er hat 3 positive. Einkommen bei 12%. Mhm. Die am Rand kann man immer upgraden. Die ganze am Rand kann man auch upgraden. Zu einem normalen. Das ist der hier vorne. Wenn wir, der hat im Augenblick wie viel in seiner Umgebung haufenweise. Das heißt, den könnten wir dann auch 1 größer machen. Problemlos. Dann müsste der immer noch aus. Der ist nur noch angenehm jetzt. Und die sind beide angenehm und hatten gesagt, 2 angenehme in Summe ist besser als ein ausgezeichneter.
weil die mehr Boni geben. Der hier hat wie viele um sich herum? 1, 2, 3, 4, 5 mehr als er braucht. Und der hat für beeindruckend 2. Der hat gar kein Panorama, und wenn wir ihn verbessern, hat er 2. Hat er auch nichts. Nee, das ist auch nicht so gut. Ich habe Milchpulver benutzt. Zucker ist da drüben. Oh, Vorsicht, er steht links. Zur rechten steht Bleiacetat. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Ausgezeichnet. Das finde ich ausgezeichnet. Wie kommt es, dass du mit allem recht hast? Klasse. Der ist beeindruckend. Versorgung reicht immer noch aus. Ja, so halbwegs. Ein paar Sachen sind eventuell jetzt zu schlimm, aber so in etwa kommt es hin. Und wir generieren mittlerweile plus 60.000. Zu Beginn hatten wir, glaube ich, plus 70.000. Wir warten auch Baukosten. Kann sein, dass die mit in die Bilanz reinkommen. Das weiß ich nicht auswendig. Und die Leute ziehen ja über Zeit rein. Jetzt kommen wir über die 60.000er Grenze. Und das, dafür hatten wir uns heute entschieden, das zu bauen. Also das ist der Palast der Macht auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite dann diese Allee, die wir gebaut haben. Die waren schon vorher. Die Pavillons hatten wir, glaube ich, auch heute gebaut oder gestern. Dazwischen dann diese Baumallee. Dahinter dann einfache Ingenieurshäuser. Dahinter die Wolkenkratzer in verschiedenen Stufen. Und die dann immer so abwechselnd gebaut in der Zweierreihe. Das finde ich eigentlich ziemlich okay, oder? Oder? Die Investoren-Wolkenkratzer, die kann man bis Stufe 5 aufbauen, die Ingenieurs-Wolkenkratzer bis Stufe 3, aber damit wir die ganze Infrastruktur erstmal nutzen können, die wir gebaut haben für Einkaufspassage und so, würde ich gerne erstmal noch ein paar mehr von denen, noch mehr bauen von denen hier. Dazu kommt auch, die Investorenwolkenkratzer können wir deshalb im Augenblick noch nicht bauen, weil wir bislang die Investoren noch gar nicht komplett mit allen Waren versorgt haben. Auch vorher schon nicht. Wir brauchen noch 2 weitere Waren, die wir noch fertigen müssen. Ich glaube Automobile und Phonographen. Und dann könnten wir die erste Stufe machen für die Investoren. Nein, das ist das zweite Safe Game, die zweite Partie, die wir machen bei den Streams. Lieber Stiefel Olm, das erste hatten wir gemacht, ich weiß gar nicht wie lang, 2 Jahre lang oder so. Und das läuft mittlerweile auch schon eine ganze Weile. Webi, du brauchst noch viel mehr Wolkenkratzer, meint Ernst. In den Ego-Modus wurde gerade schon beantwortet. Steuerung, Shift und Rrrr. So, lass uns noch ein paar die Gegend noch ein bisschen verschönern. Das Auge spielt da bekanntlich mit. Wir haben ganz lange eine Sache stiefmütterlich behandelt. Wir haben den Palast ausgebaut, aber wir haben ihn innen drin nicht gestaltet. Und lass uns das doch mal noch machen. Weil die blicken die ganze Zeit hier auf dem Panorama runter von den Häusern, nicht auf den coolen Palast, und die Innenhöfe, die sehen total doof aus. Ich finde, da geht noch was. Dass wir hier die innen drin auch hübsch gestalten noch. Soll man das machen? Gärten und andere Dinge. Wir können natürlich auch so hier einmal durchlaufen, aber ich weiß nicht. Schaut euch das mal an. So sieht doch kein Palast von innen aus. Da muss eine kostbare Parkanlage hin. Also echt. So sieht die Villa Kunterbunt aus von Pippi Langstrumpf, aber sieht da kein Palast aus.
Hier müssen französische Gärten hin. Die Natur muss gefangen gehalten werden in Quadraten, Rechtecken und brutal zusammengeschnittenen Wacholderhecken. Ich glaube, englische Landschaftsgärten können wir nie bauen. Wir müssen wirklich nur französische Gärten können wir hier bauen. Also, wir gehen mal hin und gucken, was uns alles im Angebot gibt. Leute, wir haben doch die coolen neuen... Hier. Die Menschen lassen sie hochleben. Blumenbeete, Kirschbäume. Die Flammen wurden gelöscht. Twitch Drops. Haufenweise. Die kann man auch noch alle setzen. Jahrmarkt Mama nicht, Weihnachtspaket auch nicht, Lichter der Stadt. Ja, noch ein paar weitere Laternen, unbedingt. Das ist der erste Schritt. Und... Die Menschen lassen sie oder hatten wir die schon gebaut? Nee, hier sind ja Laternen, die sind eingebaut in der Straße, aber hier sind keine. Da müssen noch welche hin. Die Gräfin und ich stehen wieder auf gutem Fuß. So, dann. Statt Dekos. Heißluftballon. Nein. Können einfach so einen Heißluftballon hier steigen lassen. Aber das sollten wir woanders machen. Vielleicht hier über dem Jahrmarkt. Über dem Jahrmarkt oder über dem... Wo ist denn der Jahrmarkt? Hier vorne ist der Jahrmarkt. Das machen wir. Das ist eine coole Idee. Hier hinter. Hier hin. Kommt man da hin? Ah, so sieht er aus, verstehe. Da können die Leute anscheinend über die ganze Stadt fahren. Sehr cool. Das schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht kann man da sogar mitfahren. Ich glaube, die sind neu. Aber dafür hätte ich gerne noch einen coolen... Das ist der Besucherhafen. Das passt schon mal perfekt hier, ne? Aber ich glaube, wir... Ich weiß, was wir machen. Die... Nein. Ich fass es nicht. Das ist... Das ist ja entzückend. Wo ist er? Wo ist der hin? Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, hochleben. Wohin denn hochleben? Ganz. Wo ist er hin, Leute? Seht ihr ihn noch? Wo ist er hin? Der muss doch irgendwo da vorne sein, oder? Wo ist er denn? Ich sehe ihn. Er wird nicht in der Ego-Perspektive nicht dargestellt. Ich gucke gleich mal, ob wir damit mitfahren können. Aber vorher setzen wir den noch an eine richtig coole Stelle hin.
Ah, da kommt er gerade runter. Da ist er. Oder sollen wir den in die Innenstadt stellen? So, gucken, ob wir den in die Innenstadt hinstellen. Aber wohin? Hier, so nah ins Zentrum. Hier ist doch Platz frei. Nehmt das Kraftwerk. Wenn der Funken überspringt, da ist ja nur heiße Luft. Das ist ja kein Helium. Und kein Wasserstoff oder was auch immer. Oder hier vorne. Da kommt er hin. Vielleicht können wir ja mitfahren. Vielleicht klappt das. Den mopsen wir hier. Bin sehr gespannt, ob das geht. Bin total neugierig, ob das geht, ob wir da mitfahren können. Ein paar Bäumchen dahinter. Dann lässt du dich also porträtieren? Hier fehlt noch einer. Nein! Nein, wir machen was anderes. Wir setzen noch ein paar blühende Kirschenbäume hier dazwischen. Dann gucken wir mal, ob wir da mitfahren können. Mal gucken. Vielleicht geht das ja. Vielleicht können wir da mitfahren. Dann hat er mich blöd angegrinst und seinen Schnupftabak überall verstreut. Lassen Sie hochleben. Mein Enkel hat wirklich künstlerisches Talent. Ich bin so neugierig, ob er da mitfahren kann. Das wäre so cool, aber ich bin mir nicht sicher, ob es geht. Ich bin so neugierig. Wir brauchen noch eine Laterne hier vorne. Laterne hier hin. Genau. Ich bin so neugierig. Ob das geht oder ob das nicht geht. Ich kann es kaum erwarten, das rauszubekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Eines Tages werde ich bestimmt heiraten. Soll mal gucken. Es geht nicht. Oh nein, wäre das schön gewesen. Ein Traum. Wir können nicht mitfahren, leider. Können die beobachten, wie die in die Luft steigen? Aber es sieht auch so schön aus. Hört ihr das Knarzen des Korbes? Heb ab!
schauspielerisches Talent. Ja, jetzt. Ich bin gespannt, wie lange man den nachgucken kann. Cool. Wow. In den Regenbogen hinein. Die Menschen lassen sie hochleben. Toll. Schön. Gott, ich will irgendwie, ich will nicht aus dem Blick verlieren. Nein, 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 da ist er noch. Ganz entzückend. So sieht, also wenn man den einmal, da ist er. Jetzt geht's wieder runter. Zauberhaft. Ganz zauberhaft. Wunsch im Chat und auch mein eigener. Das gucken wir uns aber nochmal an. Bei Nacht und Nebel. Eisenbahn fährt vorbei. Was für ein hübsches Spiel, ne? Und wir haben Bruchstücke von der Erweiterung bislang gesehen. Dank meines genussvollen, bedächtigen und verspielten Spieltempos. Es ist ein Spiel für mich. Es ist kein Computerprogramm, das ich auf Effizienz trimme und auf Tempo. Wir steigen empor in die Lüfte. Da schwebt er jetzt. Ich wüsste ja gerne, ob es gelegentlich auch zu Abstürzen kommt. Also nicht Abstürze vom Programm von Anno 1800. Die gab es heute gar nicht beim zweiten Stream. Beim ersten Mal viele, heute keinen einen. Nee, ob es Ballonabstürze gibt, ich glaube nicht. Ich glaube, in dieser heilen Kuschelwelt, in dieser romantischen Welt von Anno 1800, da gibt es keine Ballonabstürze. Da brauchen die Leute für, um glücklich zu sein, Nähmaschinen, Glühbirnen, Hochräder und Ballonfahrten. Und dass sie mal gelegentlich raufgetrieben werden, ganz sachte, hinauf in den nächtlichen Sternenhimmel.